Heute wäre es eventuell nicht blöd, wenn ihr euch die Regenjacke oder einen Regenschirm mit einpackt, denn neben ein paar wenigen Sonnenstrahlen und Wolken wird es auch immer wieder vereinzelt regnen. Und somit guten Morgen und herzlich willkommen zu Push, das Infomagazin am Montag. Und wir haben heute folgende Themen für euch am Start. Trumps Gesundheitszustand nach Corona-Infektion und das ist der schwerste Kürbis Österreichs. US-Präsident Donald Trump verließ für einen Kurzauftritt die Klinik und dafür hagelt's heftig Kritik. Am Freitag hat uns ja die Nachricht erreicht, dass sich Trump mit dem Coronavirus infiziert hat. Daraufhin wurde er ins Militärkrankenhaus gebracht und dieses hat er kurzzeitig verlassen, um sich seinen Anhängern und Anhängerinnen vor der Klinik zu zeigen. Wie? Aus einem schwarzen Geländewagen heraus hat er seinen Fans zugewinkt. Gesundheitsexperten und Expertinnen kritisieren aber diesen Auftritt sehr, sehr scharf. Natürlich hatte Trump auch schon wieder fest getwittert, er habe viel über Covid-19 gelernt und was er da jetzt durchmacht, sei die wahre Schule und eine sehr, sehr interessante Sache, so Trump in seinem Video auf Twitter. Sein Leibarzt teilte uns am Sonntag aber mit, dass sein Zustand sich verbessert hat und bereits heute kann er wieder ins Weiße Haus zurückkehren. Ob es ihm wirklich schon so viel besser geht, wie es vom Weißen Haus dargestellt wird, das wird angezweifelt. Gerüchten zufolge wollte Trump mit seinem Auftritt seinen wahren Gesundheitszustand vertuschen. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie die Hofburg aus der Perspektive eines kleinen Hundes aussieht? Anlässlich des Welttierschutztages am Sonntag für eine artgerechte Haltung von Tieren in unseren Häusern, in Ställen und auf Weiden hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein lustiges Video von seinem First Dog Juli hochgeladen. Dabei düst die Hündin durch die ganze Hofburg. Und ich finde ja, das sieht so aus, als würde sich die kleine Vierbeinerin sehr, sehr wohl fühlen in den repräsentativen Gemächern. Im Netz kommt das Video natürlich sehr gut an und die Twitter- und Instagram-User und Userinnen sind entzückt. Das ist der schwerste Kürbis Österreichs. Also ich würde mir ja denken, ein Kürbis, der jetzt so schwer ist wie ich, ist schon ziemlich schwer, aber der schwerste Kürbis Österreichs ist gleich 13 Mal so schwer. Das ist crazy, oder? Also von einem Leichtgewicht kann man hier nun wirklich nicht sprechen. Beachtliche 735,7 Kilogramm bringt der schwerste Kürbis Österreichs im heurigen Jahr auf die Waage. Das wurde bei der 10. Auflage der österreichischen Riesenkürbis-Staatsmeisterschaft auf der Gartentulln in Niederösterreich gemessen. Und der gewaltige Blutzer, so heißt er, aus dem Jugendzentrum Berndorf holt sich nicht nur den Staatsmeistertitel, sondern auch noch einen neuen österreichischen Rekord. Mich würde ja brennend heiß interessieren, wie viel Kürbissuppe aus dem Blutzer rausgeht. Was glaubt ihr? Und am 1. Oktober hat für viele ein neues Studiensemester begonnen. Corona hat auch die Unipläne auf den Kopf gestellt und so werden viele Hörsäle allerhöchstens zur Hälfte der Sitzplätze belegt und viele Veranstaltungen finden online statt. Wir haben Studentinnen und Studenten gefragt, was sie sich denn vom Corona-Semester erwarten. Ja, also das Studienjahr findet bei mir nur online statt. Dementsprechend habe ich mich auch nicht zu irgendwelchen Corona-Maßnahmen informiert. Naja, also auf jeden Fall mal trotzdem öfters in die Uni gehen, damit man auch was mitbekommt so von den Vorlesungen, aber trotzdem auch schauen, dass man eher mehr zu Hause bleibt und die Abstandsmaßnahmen einhält und sowas. Ja, aber ich lasse mich da nicht so einschränken durch Corona. So, ich will trotzdem so normal wie es geht studieren. Also es wird wahrscheinlich halt alles eher online stattfinden. Ja. Und also ich bin halt jetzt schon im Masterstudium, deswegen wird's, also bei uns ist so gut wie alles online und wird eigentlich auch die Prüfungen und sowas online abgehalten. Also eigentlich alles gleich wie bei der ersten, also seit letztem Semester hat sich da eigentlich wenig verändert von der Organisation und Handhabe, sage ich jetzt einmal. Und das war's auch schon wieder mit eurem Push-Update am Morgen. Wir sehen uns gleich wieder und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Bis gleich. Boom, 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 boom.